Sonntagabend, Heimspiel für die Preußen Berlin gegen die Hamburg Crocodiles in der Eishockey-Oberliga Nord Qualifikationsrunde. In den ersten 10 Minuten standen beide Mannschaften optimal. Die Berliner kämpften von der ersten Sekunde an. Viele Chancen gab es bis hierhin aber nicht. Das galt für beide Mannschaften. In der 15. Spielminute konnte Philipp Grunwald seine Chance nutzen und auf Vorlage von Gibbons und Krüger zum 1:0 für die Berliner treffen. Olaf Schmidt im Preußentor sollte bis hierhin nicht hinter sich greifen müssen. Doch die Gäste wollten nicht kampflos aufgeben. In der 17. Spielminute trafen die Hamburger zum 1:1 Ausgleich. Ein kleiner Schock für die Berliner, denn keine Minute später konnten die Gäste sogar in Führung gehen. So stand es auf der Anzeigentafel nach dem ersten Drittel 1:2 für die Hamburger. Ja, ich denke, wir waren sehr engagiert heute im Spiel. Erste Drittel hatten wir natürlich ein bisschen Pech mit dem Penalty, den wir zugelassen haben. Könnten wir uns in der einen oder anderen Situation ein bisschen besser verhalten. Haben dann, glaube ich, auch ein Tor in Unterzahl bekommen. Aber ich denke, sonst vom Engagement her war es eine gute Leistung. Und ja, darauf haben wir letztendlich auch aufgebaut in den kommenden Dritteln. Das zweite Drittel sollte das Drittel der Torhüter werden. Beide Schlussmänner zeigten eine gute Leistung. Chance um Chance gab es jetzt an der Glocke zu sehen. Nicht zuletzt wegen der vielen Strafzeiten. Doch immer wieder waren da die beiden Torhüter. So endete das zweite Drittel für beide Mannschaften 0:0. Wir hatten viele Chancen. Hamburg hatte gelegentlich auch ein paar. Die beiden Torhüter haben eigentlich das ganze Spiel über ein super Spiel gemacht. War so ein kleines Duell, wenn man schon auf der Bande überlegt, wer hier den glücklicheren Abend haben wird. Und ja, wie gesagt, es war ein offenes Spiel. Keine der beiden Mannschaften hat ein Tor geschossen. Und die Entscheidung wurde dann quasi aufs dritte Drittel vertagt. Viel Kampf und Entschlossenheit sollten die Preußen-Anhänger im letzten Drittel geboten bekommen. Die jungen Wilden wollten diesen Sieg unbedingt. Harte Arbeit wird belohnt. So konnte Chris Leitzmann in der 50. Spielminute auf Vorlage von Trattner und Gibbons zum verdienten 2:2 Ausgleich treffen. Jetzt war allen klar, der Sieg liegt in der Luft. Die Preußen arbeiteten weiter hart nach vorne. So war es dann Maxi Anke, der den erlösenden Siegtreffer für die Preußen zum 3:2 markieren konnte. Wir haben uns davon nicht beirren lassen. Wir hatten ja im zweiten Drittel viele Chancen. Hat leider nicht geklappt. Haben einfach weitergespielt und war ein enges Spiel, ein Tor. Der Chris hat dann einen super Ausgleichstreffer gemacht. Haben uns natürlich alle riesig gefreut und irgendwie konnten wir es zum Ende des Drittels dann doch noch schaffen, irgendwie mal offensiv was zu gestalten. Hatten ja vorher mehrere Powerplay-Chancen, wo es nicht so geklappt hat. Ist natürlich ein super Gefühl dann, wenn es am Ende sich auszahlt, dass man Druck macht, und hat ja dann auch geklappt mit dem 3:2 durch unseren Kapitän. Ein hart verdienter Sieg und 3 Punkte für das Konto der Berliner. So kann es weitergehen. Das nächste Heimspiel an der Glocke findet am Freitag, den 26. Januar statt. Um 19:30 Uhr empfängt man die Piranhas aus Rostock.